Das Sommerhaus hat noch nicht gestartet und wir erfahren so vieles. Ein Paar sorgt schon wieder für einen richtigen Skandal und RTL bestätigt uns einiges. All das jetzt in dem Video. Stay tuned. Meine Lieben, erstmal ein paar Updates von mir für euch. Ich habe ein neues Instagram-Profil gemacht, aus folgendem Grund. Ich habe mich mit dem alten Instagram-Profil überhaupt nicht mehr wohlgefühlt. Das hat schlicht und ergreifend auch den Grund, dass ich auch mit diesem Instagram-Profil teilweise sehr schlechte Erinnerungen verbinde, wie eben so die letzte Trennung, der Tod von meinen zwei Hunden und so weiter. Das wurde auch immer wieder alles so, ploppte alles wieder in den Erinnerungen auf. Und ich habe gesagt, nee, komm, ich brauche jetzt hier ein Reset. Und deshalb gibt es ein neues Instagram-Profil. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir da folgt. Es gibt natürlich da auch immer den neuesten Content zu der Thematik, die ich hier natürlich auch bearbeite. Das ist Gossip. Und nun möchte ich mal kurz auf Kommentare von gestern eingehen. Ich habe ja einen Bildartikel gezeigt von Yvonne Wölke und Peter Klein. Ich mache Gossip, Klatsch und Tratsch und das sind natürlich Quellen wie die Bild, RTL oder von mir aus manchmal auch Promiflash. Ja, schlicht und ergreifend die Quellen einfach. Ja, also da greife ich in diesem Falle drauf zurück. Ich würde liebend gerne auf die FAZ zurückgreifen oder auf die Süddeutsche, die ich übrigens auch im Abo habe. Und da ist aber so gut wie nichts drin. Spiegel-Abo habe ich jetzt gekündigt. Da muss ich sagen, das lag mir irgendwie nicht mehr so. Da gab es ja auch so ein bisschen von Anja Rützel immer mal was dazu. Allerdings ist einfach die Hauptquelle für Trash wirklich nun mal echt die Bild. Und es geht hier auch gar nicht darum, dass ich hier seriösen Journalismus betreibe, denn ich bin überhaupt gar kein Journalist. So, das mal zum einen. Sondern ich gebe einfach die News weiter von den Themen, die ich als wichtig erachte oder für euch als relevant sehe, wenn ihr einfach trashy seid, wenn ihr wirklich Fan von Trash und Reality TV seid und natürlich von Gossip, Klatsch und Tratsch. So, eine Tanja May, dazu möchte ich mal kurz was sagen. Ich habe zu Tanja May mich mehrfach kritisch geäußert, das muss ich aber auch nicht in jedem Video machen. Denn zum einen weiß ich sehr wohl, wie die Berichterstattung im Kachelmann-Prozess war. Das steht auch alles schön bei Wikipedia drin, könnt ihr also nachlesen. Das ist also schon jemand, die auch sich ihre Weste ordentlich bekleckert hat. Deshalb sehe ich das Ganze kritisch. Als ich mich aber sehr kritisch geäußert habe zu Tanja May, wurde mir schon wieder Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Also wie ich es mache, ist es manch einem hier nicht recht. Und das hier soll euch unterhalten. Und das ist mein Ziel, dass ich euch unterhalte, gut, lustig und natürlich auch wirklich mit den neuesten Infos versorgt. Denn es passiert ja hier jeden Tag irgendein Mist, der einfach super lustig ist. Und in diesem Falle beziehe ich mich heute auch wieder auf zwei Bildartikel, habe aber natürlich wie immer nochmal mehr Infos für euch zum jeweiligen Thema. Und dann starten wir jetzt mit dem Sommerhaus. Bevor wir aber jetzt starten, habe ich noch was vergessen. Und zwar das kurze Update zu meinem Hund. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, nicht nach Berlin zu fahren, denn ich möchte nochmal zum Tierarzt gehen und möchte auch keinen kranken Hund bei meinen Eltern abliefern. Ich hatte das ja bei Kampf der Reality Stars, wo mein Hund krank geworden ist, als ich diese 5 Wochen nicht da war und er in dieser Zeit ja verstorben ist. Und seither bin ich einfach so nochmal überempfindlicher. Und deshalb ist es mir jetzt wichtiger, mich um Golda zu kümmern, weil diese Beule einfach definitiv nicht zurückgeht. Wie gesagt, ich habe jetzt kolloidales Silber drauf gemacht, ich habe Traumehl drauf gemacht und so weiter und so fort. Also ich will es jetzt einfach nochmal angucken lassen und vielleicht doch nochmal zum dritten Tierarzt jetzt gehen. Also es wird ein bisschen eine Odyssee. Allerdings muss ich sagen, ist mir das jetzt wichtiger, wie die Fashion Show von Kilian. Kilian sehe ich eh immer mal wieder und wir sind eh in Kontakt. Ich weiß, er macht tolle Sachen und er wird auch eine ganz tolle Show da machen. Und wünsche natürlich allen, die da sind, viel, viel, viel Freude und viel Spaß. Und wer die Show verpasst, kann sie ja dann bei Ramon auf dem
Kanal sehen. Und ich bin ja die Woche drauf dann zum Christopher Street Day in Berlin. Da bin ich 4 Tage da. Die komme ich auch in jedem Falle. Und ja, jetzt habe ich halt gedacht, ich sage jetzt mal diesen Kurztrip da einfach auch mal ab. Ist mir in dem Falle irgendwie für mich so ein bisschen, ich fühle mich wohler damit einfach. Also es hat gar nichts damit zu tun, dass ich nicht gerne kommen würde, sondern einfach, ich will mich hier ums Babyleck kümmern. Ja, so, jetzt geht's aber los im Sommerhaus. RTL hat nun endlich reagiert und mit der Bild gesprochen. Natürlich haben sie nicht alles verraten, aber die waren jetzt in Zugzwang, denn so Seiten wie Instagrinch und so weiter haben natürlich ganz viel geleakt. Jetzt ist es auch so, dass ich natürlich diese Geschichte, die jetzt hier draußen ist, auch schon im Vorfeld gewusst habe. Habe sie aber natürlich nicht kommuniziert, aber jetzt ist es auf der Bild und deshalb schauen wir uns das nochmal kurz an, denn es geht um den Rausschmiss für 2 Paare aus dem Sommerhaus. Und das passiert ja nur, wenn hier wirklich etwas passiert und die Produktion sagt, nee, stopp. Wir, und jetzt geht es aber auch wirklich nicht weiter. Das betrifft in diesem Falle Valentina und Chan, aber auch Dana und Gigi. Also, damit wurde natürlich erstmal zu diesen bisher bekannten 8 Paaren ein weiteres Paar geleakt, ja. Nämlich Gigi und Dana ziehen wohl ins Sommerhaus als Nachrücker ein. Und wir wissen ja, dass Gigi RTL-Liebling ist, sozusagen. Und hier soll es demnach zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Und es wird sogar von einer Ohrfeige gesprochen. RTL sagt zwar, wir können den geschilderten Vorfall so nicht bestätigen. Sie sollen sich wohl ziemlich nah gekommen sein, Gesicht an Gesicht und wie auch immer. Also auf jeden Fall war die Spannung too much für die Produktion. Während der Aufzeichnung des Sommerhaus kam es zu einem Zwischenfall zwischen 2 Paaren, worauf wir die Entscheidung getroffen haben, dass beide Paare das Sommerhaus vorzeitig verlassen müssen. Und Dana Feist und Chi-Chi sind hier sozusagen rausgeflogen. Und wenn hier wirklich Gewalt im Spiel war, kann das für Chi-Chi einen Karriereaus bedeuten. Er soll ja auch, was ich jetzt so gehört habe, sich nicht so richtig toll bei Ninja Warrior gezeigt haben, was ich so gehört habe, gerüchteweise. Aber das werden wir dann vielleicht bei der Ausstrahlung sehen. Wir dürfen allerdings nicht auf Ninja Warrior reagieren. Das Franchise möchte das nicht. So. Chan sagte ja, bitte zeigt die Sachen so, wie sie vorgefallen sind und drohte gleichzeitig RTL. Das ist dieser Herr hier, ja, mit Valentina. Safe ist, dass hier jetzt bereits raus ist, dass Serkan und Samira Nachrücker im Sommerhaus sind. Nur wenn 2 Paare rausgefallen sind, Leute, dann müssen im Grunde muss auch noch mal ein Paar nachrücken. Wer das sein wird, soll, ist, keine Ahnung bisher. Also das bleibt für uns dann auch noch ein bisschen überraschend. Also deswegen denke ich, dass es wichtig ist, dass uns auch noch ein bisschen Spannung erhalten bleibt und wir nicht alles gleich im Vorfeld wissen und erfahren. Wenn du hier natürlich gar nichts mehr verpassen möchtest, lass ein Abo mit Glocke da. Folge mir auf Instagram auf dem neuen Profil und auch da erhältst du immer ganz viele wertvolle, schöne Informationen und auch ein bisschen Update hier natürlich, dass ich nicht immer ganz so bei YouTube geben kann. Und jetzt haben Valentina und Chan für einen neuen Eklat gesorgt, der richtig, meiner Meinung nach schon richtig heftig ist. Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Überhaupt möchte ich hier in den Kommentaren euch lesen. Ich lese euch immer sehr gern. Ich bin ja jetzt auch mal auf die Kommentare von gestern eingegangen. Da muss ich natürlich sagen, dass viele, viele von euch geschrieben haben, Patrick und Gloria passen sozusagen wie A auf Eimer zusammen. Und dass es maximale Trash-Unterhaltung ist, habe ich gelesen und so weiter und so fort. Und es kommt immer wieder eine Frage zu dieser Lampe. Die habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und das ist nur dieser Lampenschirm, der wird aufgeladen, der hat auch einen Farbwechsel. Wie der geht, weiß ich allerdings nicht. Und dann kann man so auf jede beliebige Flasche so draufstecken und hat dann ein Lämpchen. Ja, so. Um auch das zu erklären. Also, das ist nicht eine Flasche, die gesamte Flasche dabei, sondern man kann die Flaschen also austauschen. Es soll sich also ereignet haben, dass auf TikTok
eine Schönheitsklinik in Hannover Valentina und Chan ordentlich beleidigt haben. Und dagegen wollen jetzt natürlich Chan und Valentina vorgehen. Aber ich lese es euch mal vor, damit wir das ein bisschen chronologisch haben. Ich habe auch die ganzen Screenshots der Praxis oder der Klinik oder der Ärzte hier. Also ich lese euch alles vor und gebe euch alle Informationen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Es geht um Dr. Peyman Borbor, Chef der Cosmopolitan Schönheitsklinik in Hannover mit Dependance in Hamburg. Viele A-Promis gehen da also hin. Der Schönheitschirurg fürchtet um seinen Ruf. Seit 8 Tagen erhalte ich Anrufe und Mails, werde erpresst. Ich soll 2.500 Euro wegen Beleidigung zahlen. Ansonsten werde alles öffentlich gemacht. Also das ist natürlich schon mal ein erpresserischer Zug, das muss man sagen. Vor allen Dingen hat, glaube ich, nicht, gibt es das Doronina-Gericht oder ist Valentina Richterin oder Chan? Ich weiß es nicht, sondern Geldstrafen verhängt in der Regel ein Gericht. Das kann natürlich so als Vorschlag unterbreitet werden, einer außergerichtlichen Einigung und abzusehen von der Anzeige. Dennoch ist es natürlich nicht gerade schön. Letzte Woche Freitag, ich war gerade am Operieren, kam eine Rezeptionistin. Es gab einen Anruf, wir hätten jemand beleidigt, der Chefarzt soll sich melden. Am Apparat stellten sie sich als Doronina und Kaplan vor, die Frau kenne ich überhaupt nicht. Sie ist auch keine Patientin, er auch nicht. Es ging auch gleich los. Sie hatten sich hervorragend darauf vorbereitet, klangen wie ein eingespieltes Team, nahmen mich in die Zange. Der Vorwurf. Mit dem TikTok-Account der Klinik soll an Doronina Account folgende Worte geschrieben worden sein. Wie kann man eigentlich so eine FOTZE sein wie du? Richtig ekliger Charakter. Ich frage mich, ob deine Eltern sich nicht schämen, dass sie so ein wie dich großgezogen haben, werd erwachsen. Ich gab zu bedenken, dass wir vielleicht gehackt worden sind. Anders konnte ich mir das einfach nicht erklären. Da meinte Herr Kaplan zu mir, das sei egal, der Kanal sei in unserer Verantwortung. Wir müssen eine schnelle Lösung finden. 2.500 Euro wären angemessen. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, klar. Das ist einfach so. Dennoch muss man da ja mal wirklich hinterfragen, wer das gemacht hat. Vielleicht war das ja auch tatsächlich eine Arzthelferin oder so, wie auch immer. Dazu sollte man wissen, dass der TikTok-Account bei uns eher inaktiv ist. Als ältere Männer, 3 Doktoren im Alter von 40 bis 50, haben wir da kaum Interesse. Der Doktor zahlte nicht, ging zur Polizei, schaltete einen Anwalt ein. Ein so dreister Fall von Erpressung. Ich hatte auch das Gefühl, die machen das nicht zum ersten Mal. Vor so einer Masche muss man sofort einen Riegel schieben, um Nachahmer zu verhindern. Bild erreichte Valentina. Ja, genau, das stimmt. Das wollte ich gestern noch öffentlich machen. Mist, habe ich voll vergessen, weil wir aktuell Stress haben wegen dem Sommerhaus. Can, die Beleidigung existiert. Der Arzt hat sich nie dafür entschuldigt, wollte auch nicht mit uns sprechen. Wir sind gegen Gewalt und Hass. Aber er lachte uns nur aus. Das geht nicht. Wir werden gegen ihn Anzeige erstatten. Wir sind beide völlig fertig mit den Nerven. Also, die beiden sind mit den Nerven am Ende. Also, ich kann mich, glaube ich, so erinnern, dass Valentina schon üblere Beleidigungen rausgehauen hat, ja. Und die Festsetzung auch von 2.500 Euro Entschädigung, die finde ich auch schon ein bisschen ein starkes Stück. Aber na gut, die Miete muss ja auch bezahlt werden. Jetzt schauen wir mal, was die Praxis tatsächlich bei Instagram gepostet hat. Dauert jetzt ein bisschen länger und da kommen auch noch mal einige Sachen jetzt ans Licht. Die Ärzte haben sich also bei Instagram in einer Story geäußert, gestern Abend. Und da möchte ich das jetzt mal vorlesen. Hallo, liebe Leute, wir geben hiermit ein öffentliches Statement zu dem Bildartikel über unsere angebliche Beleidigung von Frau Doronina und den Versuch der Erpressung unseres Unternehmens durch Sie und Ihren Partner, Herrn Kaplan. Am Freitag, 30.06., ging erstmals ein Anruf in unsere Hannoveraner Klinik ein, wobei Herr Kaplan um einen Rückruf durch den Chefarzt wegen Beleidigung bat. Nach Beendigung seiner OP rief Dr. Borbor ihn zurück. Bis zu diesem Datum war diese Dame uns völlig unbekannt. Das ist auch gar nicht schlimm.
Ebenso war sie nie Patientin bei uns. Im Telefonat wurde behauptet, dass wir sie durch eine TikTok-Message beleidigt hätten und dass wir schnell eine finanzielle Einigung finden müssen. Ansonsten würde sie das über ihre Social-Media-Kanäle veröffentlichen und an die Presse treten. Jeglicher Versuch von einem vernünftigen Austausch wurde gleich mit der Forderung nach einer sofortigen finanziellen Einigung erstickt. Dr. Borbor hielt dies für einen Erpressungsversuch und legte auf. Danach ging ca. 10 Minuten später ein Mail an alle leitenden Ärzte, teilweise sogar private Adressen ein, wie auch immer die jetzt da rangekommen sind, an die privaten E-Mail-Adressen, das ist schon hart, ne? Indem es inhaltlich um eine Zahlung von 2.500 Euro bis spätestens 7.7. 18 Uhr auf das genannte Konto der Dame ging. Andernfalls würde sie dies veröffentlichen. Angehängt war ein Screenshot von TikTok Messageboard mit dem beleidigten Inhalt. Dr. Borbor erstattete am Montag, 3.7. eine polizeiliche Anzeige wegen Betrugs bzw. Erpressung von Cosmopolitan Aesthetics. Am 7.7., also das war der Fristtag, ging dann erneut ein Anruf in unserer Praxis von Herrn Kaplan ein und anschließend wieder ein Mail, wo die Deadline von 18 Uhr unterstrichen wurde. Somit wurde der Druck auf uns massiv erhöht. Von unserer Seite erfolgte zu keinem Zeitpunkt ein Kontaktversuch und natürlich sind wir auf die Erpressung nicht eingegangen. Frau Valentina Doronina ist Influencerin und TV-Star. Die Presse berichtet regelmäßig über Vorfälle, welche mit ihr in Zusammenhang stehen. Ob Bild, Stern, FAZ, oh doch die FAZ. Sollten wir bis zur oben gesetzten Frist keinen Geldeingang erhalten, sehen wir uns gezwungen, den Fall zivil sowie strafrechtlich zu verfolgen, sowie die Beleidigung von Seiten ihres Unternehmens öffentlich zu machen. Darüber hinaus sehen wir uns gezwungen, den Verband der Ärztekammer und das Land Niedersachsen zu informieren. Als Botschafter des Beauty Forums sehen wir uns zuletzt gezwungen, auch diese sowie alle Verbandsunternehmen darüber zu informieren. Beleidigungen solcher Art haben grundsätzlich, aber vor allem auch kein von etablierten Firmen, keinen Platz und sind strafbar. Dann hat sie nochmal allen Instagram-Accounts eine Insta-Message geschrieben, da ist also auch ein Screenshot veröffentlicht. Guten Tag, wir haben Ihnen soeben eine Mail an Info gesendet. Bitte überprüfen Sie zeitnah Ihr Postfach. Es geht um den Beleidigungsfall Ihres Unternehmens. Mit freundlichen Grüßen, Valentina. Uns gibt es außerdem zu denken, wie Herr Kaplan die Kontaktaufnahme an alle Verantwortlichen im Vorfeld schon so gut vorbereitet hatte. Innerhalb kürzester Zeit ging das Mail an teilweise private Mailadressen und Frau Doronina schrieb uns fast zeitgleich über unseren privaten Instagram-Accounts an, um auf das Mail hinzuweisen. Alles perfekt vorbereitet. Wir überlassen den Leserinnen und Lesern ihr Urteil nach diesen gelieferten Informationen. Wir werden auf jeden Fall alle notwendigen rechtlichen Schritte einleiten. So, dann ist die Mail nochmal sozusagen im Screenshot drin, wo wirklich die 2.500 Euro unterstrichen sind mit der Fristsetzung, ja. Und alle Verantwortlichen von Cosmopolitan Aesthetics kennen Frau Doronina nicht. Weder privat noch beruflich standen wir je mit ihr in einem Verhältnis. Für uns ist nicht nachvollziehbar, wie diese angeblich beleidigende Nachricht zustande gekommen ist. Im Ausgang unseres Message Boards, und das ist jetzt wichtig, war zu keinem Zeitpunkt eine solche Nachricht auffindbar. Ob wir gehackt wurden oder die gesamte Geschichte ein Fake ist, können wir nicht beurteilen. Auch haben wir außer den genannten privaten Kontaktversuchen per Telefon oder Mail keinen anwaltlichen oder polizeilichen Kontakt initiiert von Frau Doronina gehabt. Deshalb stellt sich für uns die Frage, warum wird, selbst wenn nachweislich eine Beleidigung vorliegt, gleich eine hohe Geldforderung privat unter Androhung eines Rufmordes gestellt, statt die Behörden einzuschalten? Dann kam nochmal, leider haben wir bislang keinen Geldeingang verbuchen können, daher ist es die letzte Erinnerung an die heute verstreichende Frist. Und da ist nochmal alles, sonst wird alles öffentlich gemacht. Richtig krasse Nummer.
Vor allen Dingen, wenn die Nachricht bei denen nicht im Messageboard ist, kann man jetzt sagen, okay, war das vielleicht Photoshop, wurde die Nachricht gefälscht, ist es eine Masche, mit der sie vielleicht bisher durchgekommen sind, gab es tatsächlich diese Beleidigung, hat vielleicht irgendjemand, der Zugriff auf diesen TikTok-Account hatte und einen Hass auf Valentina schob, Valentina einfach mal so eine Nachricht von deren Account geschickt. Das sind jetzt so die großen Fragezeichen, die da sind. Das ist alles viel Spekulation natürlich. Allerdings steht jetzt ein seriöses Unternehmen und vier Ärzte gegen die Aussage von Valentina. Also was haltet ihr davon? Ich enthalte mich an dieser Stelle. Ich gebe es einfach jetzt mal ganz neutral einfach weiter. Ich kann mir im Prinzip, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt so ein Gaunerpärchen ist, ja, das möchte ich mal kurz hier sagen, aber es hat ein Geschmäckle, sagt man bei uns im Süden, und ich weiß nicht, wie euer Geschmack dazu ist, euer Geschmäckle, schreibt es mal in die Kommentare, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ich bin amüsiert darüber, finde es natürlich auch irgendwie, ja, amüsant, aber sie kennt sich ja mit gewissen Sätzen, was Beleidigung betrifft und so natürlich durch ihre Vergangenheit, da hat sie ja schon ein paar Rechtsgeschichten gehabt und auch gewonnen, natürlich auch aus. Also von daher mag vielleicht sogar die Summe richtig sein, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, wir werden weiter über diesen Ausgang informiert. Bis zum nächsten Mal, euer Michael. Ciao.